Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute am Mittwoch sprechen wir unter anderem über das Kursfeuerwerk im US-Dollar-Schweizer Franken und natürlich über das, was an den Märkten passiert. Der Dax hat die Marke von 15.000 Punkten geknackt. Das ist mal wieder ja ein historisches Ereignis, bei dem wir Augenzeuge werden können. Trotzdem Rumors im Hintergrund gucken wir uns nachher gleich mal noch an. Natürlich wie immer auch gerne den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Das heißt, gerne auch rein in die Chats mit den Wunschmärkten in Zoom oder auch auf Facebook und wer hier zuschaut, egal ob jetzt live oder direkt dann auch im Anschluss die Aufzeichnung, jetzt gleich noch aufs Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt weiß, was wir hier machen. Danke dafür. So kommen wir voran. Das Ganze gleich hier äh, mit Blick auf die Märkte. Also US-Dollar, Schweizer Franken auf alle Fälle. Den DAX haben wir auf der Uhr. Und ja, natürlich das, was uns hier bewegt, die Zinsen. Da müssen wir ganz genau mal hinschauen. Zunächst allerdings, wie immer, jeden Morgen der Risikohinweis. Ich bitte hier in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was geschrieben steht: der Handel mit Devisen. Und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, was ich jetzt gerade in Facebook angezeigt bekomme, leider kann dieses Video nicht richtig abgespielt werden. Ich hoffe, der Facebook-Stream funktioniert trotz alledem. Ich sehe nämlich momentan auch überhaupt keine ähm, Kommentare oder ähnliches. Na, was ist denn heute wieder los bei Facebook? Ich hoffe trotzdem, man kann das Ganze gut mit sehen hier. In der Morning Briefing gehen wir weiter zu den Tagesnachrichten. Die gibt es natürlich wie immer und wir schauen mal zunächst auf Japan. Japan ist heute Nacht auch in den Börsen etwas abgegangen nach unten hin. Äh, die Industrieproduktion spricht hier so ein bisschen auch Bände minus 2,1 nach plus 4,3 äh, im Vormonat. Das ist kein gutes äh, Ergebnis an dieser Stelle. Da merkt man schon, dass die Wirtschaft nicht solide ist oder zumindest noch nicht so solide dass es hier schnurstracks weiter nach oben geht. China bringt gute Zahlen zum Einkaufsmanager-Index, auch hier ein Anstieg von 50,6 auf 51,9 auch der Einkaufsmanagerindex für das für die Dienstleistung steigt an von 51,4 auf 56,3 also aus China bekommen wir doch recht solide Zahlen ansonsten was wartet heute im Laufe des Tages auf uns da gibt es auch einiges an wichtigen Nachrichten unter anderem hier die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland wir bekommen den Verbraucherpreisindex in der EU auch das sehr sehr wichtig hier Geht man davon aus, dass äh, dieser Index äh, bei 1,3% steht nach 0,9% im Vorfeld? Ja, äh, die Inflation zieht an, das merkt man auch, legen auch Daten aus Deutschland nahe. Deswegen muss man hier auch immer schauen, und das ist das Thema was bei den Zinsen immer wieder ähm, auch auf der Uhr steht. Um 14.15 Uhr bekommen wir aus den USA die ADP-Beschäftigungsänderung. Hier äh, geht man davon aus, dass es hier eine weitere deutliche Besserung am Arbeitsmarkt auch gibt. 14 Uhr, nein, 15.45 Uhr gibt es den Chicago Einkaufsmanager Index. Auch hier geht man von einer Besserung der Lage aus. Und dann gibt es das Thema äh, der Hausverkäufe. Und da hatten wir ja in der letzten Woche schon so ein bisschen gemerkt, so richtig sauber, spürbar nach oben geht es nicht. Es hakt dort momentan ein bisschen. Das gilt zu beobachten. Wie ich schon gesagt, schwebende Hausverkäufe, die bekommen wir heute am Nachmittag und um 16.30 Uhr. Gibt es dann die Informationen zu den Rohöllagerbeständen? Und wo wir gerade bei den Rohöllagerbeständen sind, lasst uns doch mal kurz schauen. Gestern haben wir ja äh, die API-Daten bekommen. Oha, <laughs> Mama, ja. 3,9 Millionen plus. Also, es nimmt momentan nicht ab, sondern eher zu. Und das bringt uns halt dazu zu sehen, dass die Ölpreise etwas unter Druck geraten. Die Kurse hier wieder etwas fallen. Es bleibt interessant an dieser Stelle. Das zu den Tagesnachrichten für heute. Ja, und ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie das Ganze wirkt auf die Wirtschaft. Ich mache hier gleich mal den Aktienindex von Japan auch mit auf. Ich sehe gerade auch noch die Information. In Zoom läuft alles. Das freut mich sehr. Danke für die Rückmeldung. Auf Facebook sehe ich, wie schon gesagt, heute. Ähm, leider nichts. Äh, ich hoffe trotz alledem, dass hier alles gut läuft und ich hier keine, ja, sage ich mal, Dinge ähm, vergesse zu setzen. Es ist momentan zappenduster in Facebook <laughs> bei mir auf dem Desk. Gehen wir kurz äh, auf den japanischen Aktienindex ein. Wie schon gesagt, die Wirtschaftszahlen sind momentan gerade etwas schwierig, aber die charttechnische Situation schaut trotzdem relativ gesehen zumindest interessant aus. Was macht es interessant? Wir schauen es uns mal ganz kurz an. Schaut mal hier unten haben wir einen schönen Doppelboden innerhalb der korrektiven Phase hier auch das langfristige Bild, wenn wir mal auf die Woche schauen, es ist ja ein intakter Aufwärtstrend auch da. Das ist also alles kein Thema und hier sehen wir halt eine gigantische Schwankungsbreite momentan. Ja, die Rallye ist ja Irrsinn so hoch wie der Markt jetzt stand, stand er schon Ewigkeiten nicht mehr. Und das ist halt natürlich ein sehr sehr wichtiger Punkt und jetzt haben wir hier eine ziemlich große große Schwankungsbreite. Wir hatten hier das Top bei 30.713 Punkten und im Tief hatten wir hier unten in der Korrektur das Ganze äh, um die Marke von, von 28.000 knapp 300 Punkten im Low und das ist momentan die riesengroße Schwankungsbreite und das ist halt etwas, das fehlt äh, oder das fällt hier auf, dass der Markt äh, sehr 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 stark schwankt aber Nichtsdestotrotz haben wir hier natürlich Chancen. Und wenn wir uns dieses Chartbild einfach mal anschauen wollen, ich ziehe mal kurz diese Linie hier runter, knapp da unten hin. So, da haben wir das Tief, das Zwischentief in diesem Bereich hier unten gehabt. Ähm, wir haben hier natürlich momentan eine sehr, sehr interessante Situation von der klassischen Verortung der Kurse gerade, ähm, auch vom Kursmuster, was wir haben. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, ähm, wir sind hier in der Situation, dass wir hier diesen Bodenbereich unten haben, sind dann hier in der letzten Woche schön dynamisch hochgelaufen und momentan ähm, korrigiert der Markt hier. Und das, was wir hier sehen, ist so eine ganz, ganz typische... Bullische Flagge in diesem, in dieser, in diesem Segment. Ähm, die hat natürlich deutlich Potenzial, sich auszuweiten. Das heißt, wenn wir hier unter das Tagestief von heute drunter rutschen, haben wir natürlich Luft zur Unterseite hin. Aber wenn der Markt in irgendeiner Art und Weise uns ein bullisches Signal geben möchte, dann wird er relativ zeitig und relativ zügig oben ausbrechen. Das heißt, hier über das Hoch der letzten Woche drüber gehen äh, und dann hier als nächstes oben reinlaufen in dieses Zwischenhoch, wo hier das ja starke Abverkauf gekommen ist, um die Markt von grob, was haben wir dort oben gehabt? 30.487 Punkte. 487, das ist das Top da oben gewesen. Das ist relativ interessant, weil wir hier natürlich diese schöne Formation sehen. Und diese Formation gibt uns halt auch den großen, großen Vorteil, wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart auch anschauen wollen, dass wir hier den Trend in der Aufwärtsphase gehabt haben. Das war die schöne Erholung in der letzten Woche. Und jetzt sehen wir diese Konsolidierung hier. Und diese sehen wir halt trendig verlaufend. Ne? Wir haben hier fallende Hochs und fallende Tiefs. Wobei das hier vorne ein bisschen unsauber war, aber... Ähm, wir haben halt hier unten beides die Richtung zur Unterseite hin. Und das ist jetzt das Interessante, dorthin zu schauen. Wie schon gesagt, unter diesem Zwischentief ganz klar Fortsetzung der ganzen Sache. Und wenn wir uns die Chart Unterseite mal noch anschauen wollen. Rein auf die swing loszugehen zu gehen, haben wir hier unten im Bereich um der Marke von 28.660 Zählern den nächsten charttechnischen Tiefpunkt. Und dann haben wir hier noch einen, den haben wir bei knapp 28.400 und mal schauen, was hier das Low gewesen ist, 405. Das sind die Punkte, die Tiefpunkte, die wir hier haben, die sind durchaus auch anlaufbar in diesem Bereich. Das bleibt spannend. Aber jetzt ist das Interessante. Sollte es der Markt tatsächlich schaffen, hier vom Tief sich nach oben durchzuarbeiten, aus dieser Formation auszubrechen, das wäre dann das Long-Szenario. Erstes Ziel hier oben, das Zwischenhoch ganz grob um die Marke von 29.630 zählen. Und wenn wir dann mal ein bisschen nach oben schauen wollen, wo wir Anlaufpunkte haben, da hätten wir zunächst mal, wenn wir hier drüber gehen, diesen kleineren, sage ich mal, Drehbereich hier an dieser Stelle, also hier oben in diesem Level rum. Wartet, Moment, das mache ich mal in Rot. Das Level, das hätten wir dort. Ähm, sehr, sehr schön, interessant zu sehen, was der Markt dort gemacht hat, denn hier hat er definitiv mal den Aufwärtstrend, diesen hier, nach oben hin rausgenommen. Äh, und das zeigt uns ganz klar, da ging es dann abwärts. Das ist der Bereich etwas über 29.810 Punkten. Das ist mal das erste Level, was wir hier zum Anlaufen haben. Ähm, und danach. Geht es weiter nach oben? Ja, erstmal natürlich hier das große Ziel: oben die 30.487 Zähler, und zwischendrin haben wir auch noch das ein oder andere Level zum Anlaufen, wo wir schön möglicherweise die Orders abfischen können. Genannt 30.052, 30.000, knapp 215. Und hier oben haben wir Kurse um die 30.280 Punkte. Das ist die Chance für die Bullen auf der Oberseite. Wenn der Markt sich an dieser Stelle so ein bisschen wieder beruhigt und hier die Tendenz nach oben einschlagen sollte, müssen wir so ein bisschen schauen. Was an dieser Stelle kommt. So, dann gehen wir mal zu den Währungen. Im Blog habe ich es heute auch geschrieben: Das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken schaut momentan echt richtig bullisch aus. Wir begleiten das Währungspaar äh, ja nun mittlerweile auch schon ein paar Tage. Äh, und was wir hier an dieser Stelle sehen, freut mich wirklich sehr, sehr doll. Denn wir sind hier, schaut mal, da oben diese oder hier. Jetzt muss man ja mittlerweile sagen, da unten, ja, äh, dieses Level äh, 0,9375, das war ein Widerstandslevel, wo der Markt rangelaufen ist, korrigiert hat und dann sind wir drüber gegangen und haben konsolidiert auf einem relativ hohen Niveau. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant an dieser Stelle, das hohe Niveau in einer Art Flagge. Gestern sind wir über diese Flagge ausgebrochen und jetzt haben wir die Chance, die Flaggenbestätigung weiter zu traden. Das ist sehr, sehr interessant, denn wir haben hier. Zur Oberseite hin ein paar schöne Anlaufmarker, die wir durchaus sehen können. Hier oben an dieser Stelle schaut man hier aus dieser Abwärtsphase raus. Da hatten wir ja den kleinen Aufwärtsschub dort oben rein äh, in das Preislevel um die 0, was haben wir da liegen, die 0,94677. Äh, das ist natürlich ein schöner Anlaufpunkt, der kommt quasi aus dem Abwärtstrend, den wir vorher hatten. Hier schaut es euch an, eine Korrektur. Hier ging es runter in diesen ehemaligen Widerstandsbereich. Da war es der Auffangbereich und da ging es dann runter. Hier nochmal der Rückschnapper und dann deutlich runter. Ähm, und das Drehlevel haben wir hier. Und als nächstes dann diesen Widerstand hier oben, der mehrfach getestet worden ist. Die Marke um die ähm, 0,9530. Das ist ein schönes Potenzial zur Oberseite hin. Ähm, an dieser Stelle muss man das Ganze ganz klar bullisch sehen. Dieser Ausbruch ist eine sehr, sehr gute, feine Geschichte. Ansonsten ähm, schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch in der kleineren Zeiteinheit an. Denn es kann ja immer mal zu einem kleinen Rückschnapper kommen. Und wenn wir diesen Rückschnapper sehen, wir haben einen wichtigen Auffangbereich hier, die 0,93,75. Das ist ein sehr, sehr starker Support hier an dieser Stelle. Aber wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass es innerhalb dieses Bewegungsarmes, den wir hier drin liegen haben, also wenn ich vom Bewegungsarm spreche, dann meine ich hier vom Tief bis zum aktuellen Hoch, dass wir hier eine Korrektur sehen, die doch ein bisschen weiter runterläuft. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht missen hier. Diesen Auffangbereich auch anzuzeigen, hier an dieser Stelle, wo der Markt hier rumgedreht ist, das sehen wir gleich im kleineren Kontext: die 0,93,15. Das wäre mal die wichtige Marke hier. Und jetzt gehen wir mal in den. Vier-Stunden-Chart rein und da sehen wir auch das, was ich meine. Das heißt, das Bild, was ich gerade auch eingezeichnet habe mit dem Trendverlauf, das sehen wir auch hier. Das war die, da sage ich mal, die erste initiale Abprallbewegung von diesem ehemaligen ähm, Widerstandslevel. Hier hat der Markt den Auffangbereich gefunden, das heißt, das Trend tief momentan gemacht um das Level von 0,92, 200 Und dann sind wir wieder schön trendig nach oben gelaufen. Ne? Also der Trend hier, schaut mal hier. Das Long absolut nach oben zu laufen, das läuft hier. Und wie schon gesagt, das hier unten, dieser Auffangbereich um die, äh, sage ich mal, 0,9375, das ist das wirklich wichtige Level. Wenn wir dort drunter rutschen, geht es ein bisschen in den Korrekturmodus rein, auch ein bisschen tiefer in den Bewegungsarm rein. Ne? Das ist das, was hier blau gekennzeichnet ist. Und dann haben wir hier, sehen wir schon, dieses Drehlevel ist wirklich wichtig. Hier ist dieser Trend deutlich nach oben an Dynamik oder hat dieser Trend deutlich an Dynamik Zugelegt. Das ist das Auffanglevel bei 0,93,15. Und ich denke mal, wenn der Trend ähm, stark bleibt, wird er gar nicht erst bis dort runterkommen. Sollte das aber passieren, dann wird es wirklich interessant was wir hier an Auflagenpunkten haben. Wenn das nicht hält, wie schon gesagt, nächstes wichtigstes Level dann die 09220. Das ist das, was wir hier an dieser Stelle definitiv rausziehen können aus den Märkten in diese Richtung. Also das haben wir hier an dieser Stelle da. Jetzt schaue ich mal ganz kurz noch auf den Chart und zwar in meiner Chartvorbereitung möchte ich gerne jetzt noch mal sprechen über das Währungspaar britischer Fund japanischer Yen und dann schauen wir uns mal eben noch den DAX an. Aber Yen, britischer Fund, japanischer Yen, ähm, sieht momentan echt richtig interessant aus. Aus der reinen Chartkonstellation. Ich check gerade mal noch die Futures hier. Äh, der Fund äh, und der und der japanische Yen sind nämlich weiterhin zwei schwache Währungen, aber ähm, der Yen ist halt deutlich schwächer und deswegen ähm, sehen wir momentan hier, dass der Markt nach oben möchte. Und wenn wir uns das Bild mal etwas näher anschauen, ähm, dann sehen wir, was hier auch gerade läuft. Ja, wir sehen sehr, sehr schön hier auf der Tagesbasis eine Stabilisierung über diesem ehemaligen Widerstandslevel hier. Das ist die Marke von 149 rundrum, irgendwas um die 70. Und das sehen wir halt, das ist mal, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein. Schaut mal hier an dieser Stelle, da haben wir hier den Aufwärtstrend nach oben laufen. Er hat hier korrigiert, zwischentief hat er gefunden, hier unten ganz grob um das Level von 148,45 rum. Wenn wir es mal genau machen, das Low steht bei 52, also 148, ähm, 52. Das Level ist das tief gewesen. Und wenn wir jetzt hier oben rauflaufen, direkt wieder oben drüber, dann haben wir wirklich gute Chancen, weiter zur Oberseite reinzulaufen. Und das darf man nicht vergessen. Der nächste größere Anlaufpunkt, den wir haben, ist hier quasi oben das Zwischenhoch, um die 156 knapp 76, äh 67. Das ist das Hoch hier drüben. Und als kleine Zwischenstation hier dieses Zwischenhoch um die 153,91 und wenn hier tatsächlich äh, der Druck von unten weiter nach oben kommt, liegen hier halt in der Regel Absicherungsorders und das ebnet dann den Weg nach oben und wenn diese Level wegfliegen, haben wir hier oben in diesem Bereich, im Moment auch das skizziere ich mal ganz kurz ein, also hier oben da in diesem Levelbereich um die Marke von äh, über 163. Japanischen Yen ist dann der nächste Anlaufpunkt oben da und das ist das Schwunglevel, wo wir ein weites Ziel haben. Ne? Also hier, wenn es zur Trendfortsetzung kommt über 152, äh, dort oben über, diesen, über dieser Marke bei 152, 55, dann haben wir die kleinen nahen Anlaufpunkte. Und dann hier oben den weiteren. Schön für einen Swing Trade. Interessant ist das Ganze auf alle Fälle. Und wenn man solche Bewegungen hat, dann kann man auch schön neben den Zielen mit dem Stop-Management arbeiten. Und das ist auch immer sehr, sehr interessant an dieser Stelle, wenn wir uns das Ganze nochmal kurz hier anschauen wollen. Der 4 stunden trend ist auch weiterhin schön intakt. Hier schaut's, der läuft wie am Schnürchen. Schön nach oben. Er korrigiert zwar immer mal ein Stückchen hier mit den Bewegungsarmen, aber er ist halt wieder aufgenommen worden. Hier sind wir kurz drunter gelaufen hier an dieser Stelle. Das hier ist der letzte Bewegungsarm. Moment, das kann ich mal kurz einzeichnen. Also wir sind hier in die tiefe Korrektur reingelaufen und dann sind wir hier schön nach oben gelaufen im Bewegungsarm hier oben den Deckel runter. Und jetzt trennt der Markt im Kleinen wieder hoch. Und wenn wir hier oben tatsächlich zur Fortsetzung der ganzen Lage kommen, ist das genau das Signal, was wir hier entsprechend brauchen und das Ganze. Dann entsprechend auch zu sehen. Hier mit Blick auf britisches Fund, japanisches Yen. und dann gehen wir mal eben ganz kurz zu den Indizes auch rein. Heißt also an dieser Stelle, äh, den Nikkei haben wir ja schon gehabt, wo wir gerade bei den Märkten in Übersee sind, möchte ich es nicht missen, auch mal wieder auf den australischen Aktienindex zu schauen. Den habe ich ja schon oft besprochen. Wir sehen hier oben auch äh, noch diese magentafarbene äh, Linie mit drinnen. Heißt also an dieser Stelle, das ist ein Bereich, das war mal eines unserer Ziele, als wir von unten rausgekommen sind. Ähm, diesen Bereich hier oben, den gilt natürlich jetzt zu überwinden. Da knabbert der Markt schon eine ganze, ganze Weile dran, hier das Level, was wir dort oben drinnen haben. Moment, hier mache ich meine Linie dran hier, wo es dann deutlich nach unten ging, also unter die Marke von 6880 ähm, Zählern. Ähm, das ist momentan das dicke, dicke Widerstandslevel. Ähm, der Aufwärtstrend, wir sehen es, wir sind hier in einer Kaskade von steigenden Hochs und mehr oder weniger steigenden Tiefs. Also man bekommt dort immer wieder den Druck von äh, unten nach oben mit. Noch hat es den Befreiungsschlag nicht gegeben. Wenn es den dann gibt, nächstes Ziel auf der Chartoberseite ist mal hier oben dieses Hoch oben über der Marke von, na, was haben wir hier oben im Hoch, können wir ja mal genau nachschauen. Das sind äh, 7197 Zähler hier oben an dieser Stelle. Das wäre da das nächste Ziel, wenn wir es tatsächlich irgendwann schaffen dieses Widerstandslevel rauszunehmen. Also das wäre dann tatsächlich der Befreiungsschlag nach oben hin. Immer schön anzuschauen. Das Ganze hier. Support haben wir auch hier unten. Dieses Level, was wir da haben, das ist ein guter Auffangbereich. Da sehen wir, hat der Markt immer mal wieder schön gehalten. Und das an dieser Stelle ähm, ist halt jetzt das Level unten rein. Moment, ich ziehe es mal kurz drauf. Also diese Bereiche unten um die 6665, 70 Punkte, das hier an dieser Stelle sehr, sehr gut als Auffangbereich. Wenn es dort drunter geht, haben wir tiefere Anlaufpunkte hier an den Zwischentiefs. Nächstes wäre dann der Bereich knapp um die 6500 Zähler das entsprechend der Blick hier rein in den australischen Aktienmarkt. Da ich sehe gerade hier fliegen auch Fragen ein. US-Dollar, japanischer Yen ist da und es gibt auch eine erste ein erstes Lebenszeichen hier äh, von Facebook. Guten Morgen Facebook scheint also doch zu gehen. Äh, zumindest habe ich jetzt hier eine Information bekommen, die ist zwar schon acht Minuten alt. Also hier an dieser Stelle ähm, ja wir haben einen gigantischen Delay heute im Facebook. Ich befürchte fast, dass ich Fragen gar nicht beantworten kann, die dort kommen. Aber ich sage an dieser Stelle schon Danke für die Likes, das ist auf alle Fälle auch eine feine Geschichte. So, jetzt kommen wir mal aber zum DAX und dann kommen wir hier noch zum Wunschmarkt: US-Dollar, japanischer Yen. Wir schauen auf den DAX, der ist auf Allzeithoch. Wir wissen selber, Allzeithochs, die sind immer schwierig weiter vorzuplanen, äh, wie es denn da so hingeht. Klassisch, wenn man das mal so macht, wie man es macht: man nimmt, wenn es auf Allzeithochs geht, äh, einfacherweise ganz klassisch hier. Das letzte Korrekturtief, das haben wir hier unten drin stehen gehabt, so grob dieses Level da. Jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich das schaffe, hochzuziehen. Natürlich, Moment. Ach, Kinder, hier, jetzt, das nach oben. Also ausgemessen, die Korrekturtiefe, das Ganze oben drauf gesetzt. Das heißt, wenn wir uns irgendwo ein Ziel zur Oberseite suchen wollen, heißt das halt, wir spiegeln einfach die letzte Korrekturtiefe aus dem Trend unten raus und das haben wir gehabt. Moment. Auch hier mal ganz kurz noch ein paar Linien wegmachen, dass der Chart ein klein wenig sauberer ausschaut. Ähm, heißt, hier im Aufwärtstrend haben wir das Korrekturtief jetzt mal angenommen, was wir unten hatten. Wir haben ja hier schön diese Flagge gehabt, wo wir ausgebrochen sind. Und wir hatten hier drüben dran an dieser Stelle hier das Zwischenhoch an dieser Stelle. Dann hatten wir hier unten das Zwischentief. Und das haben wir einfach jetzt mal ausgemessen. Mit diesem Rechteck und oben drauf gespiegelt. Und dann heißt das halt so in der Chart-Technik, von der Theorie her, das Potenzial aus dieser Korrektur oben drauf gesetzt, könnte uns durchaus hier oben über die Marke von 15.000 180 Zählern bringen. Die Frage ist nur, laufen wir da direkt hoch oder nicht? Und das können wir äh, nie beantworten. Aber was wir machen können, ist, wenn wir uns die untergeordneten Zeiteinheiten anschauen, einfach dem Trendverlauf folgen. Das heißt, die Bewegung, die wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ähm, die ist ja an diesen Punkten ganz klar äh, unten gestartet. Hier schön der Ausbruch aus der Flagge und jetzt zieht der Markt extrem bullisch zur Oberseite hin. Wir sehen es auch hier, der Trend, ist definitiv intakt, ja, ähm, auch weite Bewegungsarme, die wir dann da haben und wir haben sogar auch schöne, äh, sag ich mal, Korrekturmarker hier, den letzten haben wir hier an dieser Stelle gehabt, als wir da oben, äh, sagen wir mal, aus dieser Kerze, aus dieser Außenkerze hier nach oben hin ausgebrochen sind, ne? das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen äh, und wenn man das mal haben möchte, den nächsten kleineren Supportbereich ähm, haben wir dann tatsächlich hier unten im Bereich dieses Zwischentiefs. Und wenn wir das mal, äh, sag ich mal, trendig sehen wollen, äh, dann hat man halt hier die entsprechenden Bewegungen und Korrekturen. Ähm, momentan haben wir so einen kleinen Support noch hier unten an dieser Stelle, hier in diesem Level rum, also hier unten drunter. Und hier haben wir auch einen weiten Außenstab. Und da wissen wir halt auch die Außenstäbe an sich. Bricht es unten drunter, dann gibt es erstmal Gegenbewegung, schiebt es oben drüber, kommt es zur Trendfortsetzung. Und wenn wir uns diesen Verlauf jetzt mal einfach anschauen wollen und wir einfach mal hinschauen, wie hat sich denn dieser Trend entsprechend entwickelt, dann sind wir halt von hier unten hier oben entsprechend reingelaufen in diese Phase, haben hier noch einmal kurz korrigiert und dann sind wir sehr dynamisch oben rausgelaufen. Hier die kurze Pause mit dem Dreieck war für die kurzfristigen Trader sehr, sehr interessant und da sehen wir es halt, wenn wir hier in die Ausbruchsphase dieser Kerze unten drunter gehen. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier unten drunter durchfallen, unter dieses Level hier, was wir hier haben, wenn es da zur Trendfortsetzung kommt, zur Unterseite hin, dass sich dieser kleinste Abwärtsschwung nach unten fortsetzt, das ist dann ganz klar das Zeichen, dass es kurzfristig mal ein Stück weit nach unten geht. Ja, das schauen wir uns gleich noch in einer noch kleineren Zeiteinheit an. Ähm, und dann halt die Anlaufmarker zu sehen und im Kurzfristbereich. Wo wir jetzt drüber sprechen, wäre da mal das Ausbruchslevel, was wir hier gesehen haben, um die 14.927 Zähler ein wichtiger Punkt zum Anlaufen. Der nächste wäre hier ähm, dieses größere Ausbruchslevel aus der Korrektur hier im Trend um die 14.895 bis 18.000 bis 14.900 Punkte und dann können wir uns schon auf die Zwischentiefs korrigieren oder konzentrieren und das nächste hätten wir da hier an dieser Stelle bei 14.800 ein bisschen äh, um die 50 rum und auch das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt denn wir sehen es hier auch hier das ist ein Trendfortsetzungslevel und diese Level sind ja in der Regel sehr sehr interessante Kauflevel und wenn wir dort schon Zwischentiefs sehen das wäre interessant momentan allerdings wir sind jetzt hier kurz vor der Markteröffnung sehen wir momentan Hält der ganze Bereich hier an dieser Stelle und wenn wir uns das mal kurz im 5-Minuten-Chart auch anschauen wollen, wir sehen es hier an diesen Stellen. Wir haben zwar hier, äh, sag ich mal, ein tieferes Tief, äh, ein tieferes Hoch, äh, hier tiefere Tiefs, aber das ist bei weitem äh, nicht wirklich dramatisch. Das ist einfach nur eine Seitwärtsphase, die wir hier haben innerhalb der Außenkerze hier. Das heißt, die Parameter hier. Oben, schaut mal, da oben ist der Deckel drauf und hier unten entsprechend der Boden. Ähm, und das ist das Hin- und her Ganz klar, ganz einfach zu sehen. Und das sind halt diese Phasen, äh, wo wir immer wieder äh, innerhalb äh, dieser Spanne Trendwechsel sehen. Ne? Hier schaut euch das mal an. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Hier ging es nach unten in den Trend rein. Ähm, dann hat sich hier der Gegentrend gebildet zur Oberseite hin. Den hat es oben drüber geschoben, das heißt Trendbruch. Dann kam es zur Abwärtstrendbildung hier an dieser Stelle. Der hat hier die Tiefst rausgenommen. Und jetzt trendet der Markt wieder leicht nach oben. Also, es ist ein Hickhack, ein Hin und Her. Wir müssen hier ein bisschen schauen was wir ähm, aus dieser Phase rausbekommen. Und die wichtigen Level sind halt tatsächlich die Unterseite der Außenkerze und die Oberseite. Oben drüber geht es schön weiter, dann setzt sich der Aufwärtstrend auch auf Stundenbasis fort. Unten drunter dann haben wir die Korrektur, das, was ich sozusagen auch besprochen habe. Und zum Thema ähm, auch vom DAX äh, kommt über die Ticker äh, immer wieder äh, das Thema auch der Zinsen. Man hat Angst. Ähm, dass die Zinsen äh, steigen, ähm, dass die Inflation stark ansteigt ähm, und die Zinsen dadurch auch steigen. Ähm, was soll ich Ihnen dazu sagen? Äh, man muss schon, glaube ich, ziemlich blind sein, äh, um nicht zu sehen, dass die Zinsen äh, auch bei uns in Deutschland steigen. Ich will jetzt hier definitiv die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ich meine, wir stehen hier in den, bei den 10-Jahres-Bonds ähm, bei minus 0,28. Ja? Also das ist immer noch lächerlich. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, wir standen auch schon unten bei 0,6 und zwar im November letzten Jahres. Das heißt, auch hier haben wir schon einen äh, deutlichen Anstieg äh, entsprechend äh, der Zinsen. Ne? Also das sind jetzt wirklich die Zinsen, die wir hier haben. Also es steigt schon an. Man braucht davor keine Angst haben, dass das kommt. Es ist schon dabei. Ja? Und wenn man das mal sieht, ganz kurz mal auf die USA zu gehen. Ich mache mal hier das Bild der USA rein. Ähm, da fing das auch so an ich gehe mal ganz kurz auch hier auf den Sechsmonatschart. chart äh, wir standen in den, in den usa vor sechs monaten auch deutlich äh, tiefer allerdings höher als bei uns äh, hier in deutschland das spielt aber jetzt die keine große rolle was ich hiermit zeigen möchte ist es fing dort auch an. Langsam von unten anzusteigen. Die Konsolidierung war hier in einem ganz, ganz anderen Zehnjahresbereich und dann plötzlich, boom, schoss der Markt nach oben. Wir sind jetzt bei 1,73 momentan. Das hat auch hier unten ganz leicht angefangen und auch dort sagt man, man hat Angst vor steigenden Zinsen. Und da sage ich ganz klar, die Zinsen steigen ja schon. Ja. Und das ist auch etwas ganz Normales. Die Frage ist halt einfach nur, äh, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Ja? Wie reagiert der Aktienmarkt darauf? Und man sieht halt auch, ähm, Biden hat ja auch eine Rede, ähm, jetzt haben wir übrigens hier die Markteröffnung, wo wir sehen, hier geht es jetzt gerade mal schön dynamisch im DAX zur Oberseite, zur Sache. Ne? Das ist schön zu sehen. Äh, und nächstes Anlauflevel haben wir mal hier oben an diesem Bereich. Hier wird es dann als nächstes spannend, was hier um die Marke von knapp 14.991 Zählern passiert. Wenn dort Kaufdruck reinkommt, dann sollten wir relativ zügig oben auch reinlaufen hier in dieses Zwischenhoch dort oben um die Marke von 18 Zählern Frage ist halt nur, nimmt er diese 15.000-Punkte-Marke wirklich so flüssig locker weg oder sehen wir da auch einen Rücksetzer? Aber nichtsdestotrotz kommen wir mal kurz zurück zum Thema der Zinsen. Die Zinsen werden weiter steigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das Tempo wird sich zeigen. Die Angst, die der Markt halt hat, ist, dass die FED beispielsweise hier zunächst oder zuerst oben rauf geht, auf die Bremse treten muss und die Zinsen doch erhöht. Das ist die Angst. Aber die FED wird nicht verhindern können, dass die Zinsen steigen, genauso wie auch eine EZB bei uns in Deutschland oder in Europa nicht verhindern kann, dass die Zinsen steigen. Ähm, und das ist halt der Punkt, an dem wir jetzt stehen, wir sollten damit leben und wir können damit leben, wir müssen uns halt nur an den richtigen Stellen entsprechend auf die Lauer legen und das Ganze dann für unsere Trades als Vorteil nutzen, ja, also bitte einfach da hinschauen, ich versuche ja auch immer wieder auf dem Laufenden zu halten und so ein bisschen meine Meinung dazu zu geben ähm, was wir hier haben und wie schon gesagt, die Zinsen bewegen ja auch die Währungen und wenn wir bei den Währungen mal schauen, haben wir momentan einen sehr sehr starken Dollar und einen deutlich schwächelnden Yen und da kommen wir zur Zuschauerfrage an dieser Stelle und zwar hier noch eine und zwar den US-Dollar-Japanischen Yen und das schauen wir uns auch mal an. US-Dollar-Japanischer Yen haben wir auch schon des Öfteren gehabt und das ist auch ein sehr, sehr schön tradebarer Titel hier an dieser Stelle und da sehen wir hier im Tageschart einen brutalen Anstieg hier. Wir haben sehr, sehr schön das Level hier oben drauf gekauft. Also ehemals hier das Zwischenhoch um die Marke von 109,35 dynamisch hoch. Das ist ein sehr, sehr, sehr starker Markt an dieser Stelle. Nächstes Ziel oben aus der charttechnischen Sicht haben wir hier ganz klar liegen. Oben die Marke um die naja, knapp 112 ähm, ähm, japanischen Yen sind das hier oben. Die Dynamik ist echt heftig zur Oberseite raus. Da fließt extrem Starkes Geld rein. Der Markt drückt nach oben. Der Dollar ist wirklich sehr, sehr stark. Wenn wir uns mal kurz den US-Dollar-Index anschauen wollen, der steht gerade bei 93,34. Da sieht man mal, wie entsprechend stark dieser Markt ist und was wir hier an dieser Stelle natürlich auch noch sehen. Hier weiter schön der Aufwärtslauf. Nächster Widerstand bei 94. Da kann einiges kommen, wenn wir uns dort mal den Yen anschauen wollen, wie der schwächelt. Der geht nach unten ab. Der steht allerdings auch kurz vor dem Support bei knapp äh, unter 0,90. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, aber da sehen wir halt Schwäche im Yen, Stärke im Dollar und das schiebt hier diesen Markt so massiv nach unten. Aber, äh, nach oben, Entschuldigung, wenn hier der Yen jetzt in den Widerstands- oder Unterstützungsbereich so rum reinläuft, dann ähm, dann könnten wir hier durchaus einen kleinen Rücksetzer sehen. Und den schauen wir uns mal ganz kurz an. Dann nehmen wir mal hier diesen Auflauf und gehen mal ganz kurz in den Stundenchart rein. Da sehen wir nämlich hier schön den letzten Bewegungstrend, wie er hochläuft. Und da sehen wir halt hier den Schub obendrauf. Und im Kleinen, wenn man das mal im Kleinen betrachten möchte, haben wir hier unten drunter einen kleinen Zwischendupfer gehabt, hier um die Marke von 110, 55. Ist das 55? Jawohl, das ist es. Sollte es dort drunter gehen, wäre das das erste Indiz. Dass der Markt umdrehen möchte, ähm, das ist Nummer 1. Und Nummer 2, die wir haben, wären dann natürlich die Zwischentiefs hier unten rein. Also nächster Anlaufpunkt dann die 110, äh, um die 18 bzw. dann hier unten um diesen alten. Ähm, Widerstandsbereich, was jetzt natürlich hier die Unterstützung geworden ist, etwas über der Marke von 109,35. Ähm, das sind mal so die Level, die wir unten haben. Wo kommen die her? Wir haben hier den Bewegungsarm, den letzten Schub in der Stunde, wenn wir das mal im Kleinen sehen wollen und das mal aus dem 5-Minuten-Chart betrachtet, da sehen wir es halt, das ist der 5-Minuten-Trend der hat hier sein letztes zwischentief gehabt im kleinsten trend dieser markt jetzt nach unten also korrigiert gerade den stundentrend fallen wir hier unter dieses zwischentief ist dieser trend beendet und wir können uns auf der unterseite ein paar level suchen die wir durchaus als ziele in diesem bereich mit nutzen können das der blick in US-Dollar japanisches Yen. Das hätten wir dazu. Ja, und danach schauen wir noch mal ganz kurz auf den US-Markt, nämlich auf den Markt, der in den USA momentan am stärksten ist und zwar ist das der Dow Jones hier an dieser Stelle, da sehen wir auch hier er schwächelt etwas ums Allzeithoch. Noch nichts Tragisches, ne? noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber man muss auch hier sehen, ähm, da wachsen die Bäume nicht immer in den Himmel. Es kann auch mal ein bisschen einen Rücksetzer geben, zumindest wenn wir auch jetzt hier vor Ostern stehen, ähm, durchaus zu sehen, dass der Druck von oben ein bisschen nach unten kommt. Und was man halt auch sieht, man geht langfristig natürlich von einer Top-Entwicklung der US-Wirtschaft aus. Aber durch diese ganzen Wirtschaftsförderungsprogramme merkt der Markt halt auch, die Zinsen steigen an. Und wir sehen halt, Halt hier momentan eine Situation, dass wir im kleineren Bereich im Stundenchart den Markt in die Korrektur so ein bisschen reinlaufen äh, sehen. Ganz klar ist auch eins zu sehen: Wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend, der ist halt da. Schaut mal hier, der ist schön nach oben gelaufen. Hier oben wird er aber müde, ja. Und das ist jetzt das ganz, ganz wichtige Level. Wir haben hier mittlerweile ein kleines Widerstandslevel drinnen hier oben ähm, dieser Bereich um die Marke. Moment, ich hänge auch gleich ein Schildchen dran. Ich muss noch mal kurz entsprechend das Feld hier rötlicher einfärben. Das heißt, wir haben oben den, das, das kleine untergeordnete Widerstandslevel hier, grob um den Bereich von 3100, ja, um die 30 bis 40 rum. Da sehen wir es im kleinsten, kommen wir dort nicht ran. Wir sehen hier im kleinsten fallende Tiefs. Das könnte durchaus zu einer kurzfristigen Entladung auf die Unterseite führen. Das heißt, hier, wenn wir hier unten drunter die Zwischentiefs auch rausnehmen, dann wäre es nicht undenkbar, dass wir hier zur Unterseite etwas korrektive Phase entsprechend sehen. Und wenn wir das mal einfach anschauen wollen, hier die Ziele liegen dann an den Zwischentiefs auf dem oder auf dem Zwischentiefs der letzten Aufschwungphase. Und da hätten wir mal den ersten Anlaufpunkt hier, wenn wir unter die Marke von 33.000 Punkten fallen, hier die 32.800 um die 80 und dann hier dieses Level, was ich hier noch in magenta drin hatte, das ist jetzt natürlich ein Support-Level hier an dieser Stelle, das wäre aus der kleineren Sicht natürlich auch einmal ein Anlaufpunkt, wo man durchaus Support bekommen könnte, das ist jetzt so ein bisschen die große große Frage kommt da der Support Tatsächlich rein oder verkauft der Markt weiter ab? Das wird sich zeigen, was hier an dieser Stelle passiert. Interessant auf alle Fälle, wenn wir uns mal diese starke Schräge angucken. Wenn der Markt hier wirklich stark bleibt, werden wir den Ausbruch zur Oberseite sehen und der führt uns dann dahin, dass wir hier auf die oberen Bereiche drauflaufen das heißt die kurzfristigen Ziele auf der oberseite sind auch weiterhin absolut ähm, greifbar und da sehen wir hier das level um die 33.125 hier oben die marke um die 33.165 und dann schon hier das hoch dort oben um das level von 33.250 punkten also das ist durchaus interessant und weil das das kürzeste Bild ist, gehen wir mal ganz kurz hier in den 15 minuten chart rein, um das mal zu sehen und da sehen wir, wie sich der Markt hier runterschlängelt und dem kleinen halt hier schön auch die Zwischenhochs wie im Stundentrend. Das ist das Interessante, das ist der Blick in den DAU. So, weitere Fragen sehe ich hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, ich sage an dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen von heute. Wer es noch nicht getan hat, jetzt. Auf den Like-Button knicken. Das Ganze auch weiterempfehlen an Freunde und Bekannte, denen man damit etwas Gutes tun möchte. Hier die Asset-Beimischung in den Bereich Währungen, Rohstoffe und auch Indizes mit reinzunehmen. Sowas lohnt sich immer. Man kann sehr flexibel traden, gerade im Währungsmarkt. Wenn es an den Aktienmärkten etwas ruppig läuft, hat man da oft sehr, sehr gute Chancen. Das heißt, schön das Portfolio damit auch abzurunden. Das macht durchaus Sinn. Das mache ich auch seit vielen Jahren. Und das bringt die Rendite definitiv auch immer einen Stück weiter voran. An dieser Stelle danke. Planen Sie den Trade. Traden Sie den Plan und bis morgen. Ach, ich sehe noch eine Frage. Nicht bis morgen. Euro-US-Dollar wird hier noch gefragt. Der letzte Schuss. Hallo, ja, na klar, machen wir mal kurz. Sie ja, haben wir noch die Frage bekommen: Euro-US-Dollar, wie geht es da weiter? Ich mache noch mal ganz kurz den Bildschirm groß, wie es da weitergeht. Ich würde mal sagen, ähm, so rein aus dem Bauch heraus nach unten. Aber kurzfristig natürlich gerne auch ein Rückschnapper. Moment, wo haben wir den Chart? Da ist er da. Denn wir sehen, wir sind gestern unter das wichtige Unterstützungslevel äh, bei 1,17,45 drunter gefallen. Und damit ist der Weg nach unten natürlich offen. Nächstes Chart-technisches Anlauflevel hier als Support im Tageschart die, ist die Marke von knapp über ähm, 1,16. Wer sich das Ganze allerdings im kleinen Chart mal anschaut, schaut mal hier: das ist der Stundentrendverlauf zur Unterseite. Hier der letzte Bewegungsarm und der ist gerade gebrochen worden. Ne? Also hier, ich mache mal kurz den kleinen. Zeitrahmen rein. Hier sehen wir es. Wir haben hier oben in diesem Level hier, das war das, sage ich mal, wichtige Zwischentief hier an dieser Stelle, ähm, wo wir hier im kleinsten untergeordneten Bereich zumindest mal hier ähm, drüber gelaufen sind. Ähm, das war quasi ähm, ein, ein, ein wichtiges Level. Da sind wir jetzt mit einem massiven Schub drüber gegangen. Und wenn wir das mal kurz näher beleuchten wollen ähm, und diesen Abwärtsschub hier sehen wollen, dann sehen wir halt, dass quasi. Ähm, äh, hier äh, kurzfristig Luft ist bis oben hin. Wenn wir hier oben drüber über diese 1,17,33 laufen, ähm, dann ist hier an dieser Stelle, Moment, das muss ich mal kurz rausnehmen, dann ist dieser, sag ich mal, Bewegungstrend nach unten tatsächlich auch rausgenommen. Ja, nicht nur das kleine. Ähm, Mini-winzige, sondern auch, äh, sag ich mal, das in äh, den, dem nahen Kontext. Man muss hier wirklich in einen sehr, sehr nahen Kontext gehen, äh, wo man auch mal die ein oder andere Außenkerze vermisst. Aber wenn man das einfach mal runterzieht, hier von der ganzen trendigen Geschichte, hier sind wir reingelaufen, hier schaut mal hier, das ging in die Korrektur oben rein, hier in die Trendfortsetzung, äh, dann gleich wieder hoch. Also hier alles ziemlich wackelig gelernt, dann ist es ziemlich runtergelaufen. So, und dann haben wir hier eine Korrektur bekommen. Die hier bis unten gelaufen ist. Und hier hatten wir so ein kleines Gezappel noch zwischendrin, wo sich dieses Level hier ähm, um diese Marke von ähm, 1,72, naja, um die 25 rum rausgeschüttelt hat. Da sind wir jetzt drüber gelaufen. Äh, und da wird es jetzt tatsächlich interessant. Wenn wir hier oben dieses Zwischenhoch über der Marke von 1,17,33 rausnehmen, dann heißt das korrektive Anlaufphase. Und dann sehen wir hier oben die nächsten Punkte können wir auch im Stundenchart schön erkennen Anlaufpunkt hier dieser blau markierte Bereich um die 1,17 was haben wir um die 60 und hier oben 1, 17, ähm, 73. das sind mal die Level wenn es hier an dieser Stelle nach dieser starken Aufwärtskerze die Bestätigung gibt eine Follow-Through sozusagen im kleineren Bereich das wäre dann ein bisschen Gegenbewegung die wir durchaus sehen könnten das <laughs> Noch kurz der Quickie äh, in den Blick sozusagen äh, in den Euro-US-Dollar rein. Damit sehe ich jetzt keine weiteren Fragen, sage Danke und bis morgen pünktlich um 8.30 Uhr. Bis dahin allen einen erfolgreichen Trading Tag und Tschüss.